Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, wir sind hier im gemütlichen Sandkasten. Ich stehe hier gerade mal so ein bisschen hinter dem Stängel, weil hier gerade den einzigsten Fleck mit Schatten habe. Heute Morgen, an dem wunderschönen Sonntag, ich bin mal wieder früh wach gewesen, wollte ein bisschen farmen gehen und bin dann durch Zufall über das Katana gestolpert. Hab dann versucht, das Katana zu bekommen und hab gemerkt, dass ich da gnadenlos scheitere. Ich hatte es auch aufgenommen, aber dann war meine Festplatte voll mittendrin und die Aufnahme war weg. Nicht schlimm, ist nicht viel passiert, ich bin rein, hab versucht, das Katana zu kriegen, bin gestorben und dann habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt und ich muss schon sagen, wenn man sich so Guides anguckt für Grounded, schon ziemlich schwierig, weil irgendwie sind die Guides alle im Kreativmodus, mit Gottmodus und es wird alles, finde ich zumindest, nur sehr spärlich erklärt. Was passiert beim Katana? Wir werden es sicher in der nächsten Folge dann hoffentlich sehen. Man versucht das Katana aus dem Stein zu ziehen und es kommen die ganze Zeit Larven. Es ist heiß, man brennt und die Käfer, die Larven, zünden einen auch nochmal an. Ich habe es versucht mit meinem Ameisen-Poncho hier, Ameisenlöwen-Poncho und alles auf Stufe 5. Dazu hatte ich halt isolierend an, den nochmal einen Brutzelschutz. Und ich bin kläglich gescheitert. Das ging gar nicht. Dann habe ich gesehen, dass diese Larvenstacheln, die nichts decken, ein Trinket sind. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Die haben auch nochmal Brutzelschutz. Den habe ich mir jetzt eben nochmal aus der Base geholt. Ich habe mir nochmal ein paar Smoothies gemacht. Die geben zwar keinen Brutzelschutz, aber sie geben mir später maximale Gesundheit und heilen mich. Die sollen dann aber erstmal für später fürs Katana sein, nicht für jetzt. Und dann war für mich die große Frage, ja, der Speer ist super dagegen, weil der macht den richtigen Schaden. Der ist schnell, der macht guten Schaden. Auch auf Stufe 5 sollte der wohl reichen. Aber am besten wäre, wenn man da eine MINT-Verzauberung drauf knallt. Und da war mein nächstes Problem, ganz ehrlich, wie macht man das? Und in sämtlichen Tutorials nur, ja, mach das drauf und dann ist super. Aber wie? Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so ging. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie. Also habe ich jetzt nochmal gesucht. Und über ein paar Umwege habe ich herausgefunden, man muss also erst den Laborboss machen. Und dann kann man die Brocken dann herstellen daraus, aus dem Mint und so. Und dann kann man seine Waffe damit verbessern. Ich hoffe, das stimmt so, was ich mir da ausgesucht habe. Und wir versuchen jetzt einmal einfach nur in den Ameisenhügel reinzurennen. Und dann den Laborboss nochmal zu versuchen. Keine Ahnung, ob wir den schaffen. Wir werden sehen. Aber ich renne jetzt einfach erstmal los. Und versuche einfach hier nur durchzukommen, ohne gefressen zu werden oder sonst was. Aber ja, brutzelnd. Okay, aber hier oben reicht der Schutt. Und hier bin ich natürlich wieder. Und aber wir lassen uns nicht ärgern. Die ignorieren wir einfach. Und gehen jetzt hier rein. Sobald wir hier drin sind, ziehen wir uns erstmal schnell um. Armor Protection, engage! Und hier brauchen wir wieder Rüstung. Schnell nochmal die Fackel da rein. Moment, was habe ich denn? Ach, die Fackel hatte ich ausgerüstet. Dann machen wir die da hin. So. Nur falls es wieder dunkel wird, ja, wird's. Das wollte ich nicht. Okay, so. Ein bisschen die Hektik hier rauskriegen. Ich versuch's. Ja, hier geht's nicht weiter, aber Kabel.
Okay, hier soll irgendwo ein Zahn sein. Vielleicht werden wir ihn finden. Vielleicht auch nicht. Sehe ich hier irgendwo Kabel? Nein. Unten oder oben? Ach, hier ist ein Kabel. Dann dürfen wir wohl hier lang müssen. Nur mal gucken, ob wir den Bus gleich schaffen. Bin ich gespannt. Wir mussten denn. Moment, die Kabel gehen nur noch da. Ist schon wieder einige Tage her, dass ich hier war. Lass mich bitte in Ruhe, ich muss mich umgucken. I don't need this now. Abnormalities in the readings, unexpected power fluctuations, raw science run rampant. Don't forget incursions by local fauna. Mouthy robotic assistants. I'm so tired. All these new variables that need to be accounted for, they're ruining everything in my most desperate hour. It has all turned against me. Even as I walk around the backyard, I feel the walls of grass closing in on me, the tips of those green blades like daggers pointed at my heart. I see, no, I feel the unblinking, multifaceted eyes of the ants and spiders reflecting my misshapen visage, watching, always watching, and bearing witness to my failure. Perhaps it is time for me to lay down and admit defeat. Perhaps this is all the success that was meant for me. Perhaps it is enough. Würde zumindest Sinn machen, weil beides B ist. Irgendwo muss die große Glasscheibe sein. Jetzt doch mal. Und die gönnen uns auch noch deinen Verband. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua.
Oh, das ist ein Chaos hier. Wie ist er denn da? Hallo Ameisen. Ja, das fehlt mir schon, dass ich von Ameisen gespielt werde jetzt im Nachhinein. Ei! Okay, wir haben ihn, aber der Bosskampf ist echt chaotisch, finde ich. Wow. Klar, er war jetzt machbar, aber super chaotisch. Feeling refreshed. So. Jetzt kommen wir da rein. Okay. Wir haben den Assistant. Jetzt genau umgucken. Ja, nichts übersehen. Ein Raum voller Nichts. Ein Gang voller Nichts, ein Raum voller Nichts. Do not touch. Erstmal da oder? Gucken wir erstmal da. Also, der Bosskampf hätte gerade auch nochmal schief gehen können, glaube ich. Weil zwischendurch wusste ich echt nicht mehr, was da passiert. Mal, ganz ehrlich. Versperrt, warum? Was muss ich tun? Was muss ich drücken? Hey. Of raw science concentrate has been, for better or worse, spread across the yard. Given the unseen hands that move against me, it seems that no precaution is too much, no suggestion from my paranoid psyche too preposterous. What a pathetic state of affairs, overrun by an enraged ant colony, and here I stand, naked, naked, to the unblinking eyes spying upon my every move. Layers of abandonment and failure, like a frumpy, naked failure onion. But who sheds a tear for us, Burgle? Is it the onlookers in the shadows? Is it whomever stumbles upon our toilings down here in the muck? This should please you all. Dr. Wendell Tully, humbled again. Well, enjoy your laughs, cruel winds of fate. But this onion has one more stink left to make. And sorry, old friend, but I'm going it alone. Deleting data stores and running lab lockdown procedures. Wendell, out.
Ja, schön, schön. Ich mag es immer, wenn ich rede und dann irgendwann feststelle, ich bin gemutet. Super. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob es hier im Labor noch was gibt. Und jetzt frage ich mich, warum ich nicht hier reinkomme. Und ob dahinter was Wichtiges ist, was ich unbedingt haben möchte. Und komme ich da später irgendwann rein? Oder habe ich irgendwas übersehen? Ich weiß es nicht, weil hier liegt ja irgendwie nichts rum. Ist überhaupt kein Loot. Wir haben ja nun gelernt, manchmal muss man von irgendeiner Rückseite mit dem Hammer draufhauen und dann tut sich irgendwas, aber hier ist irgendwie gar nichts. Hier blinkt zwar überall alles, aber nichts, was man irgendwie drücken, schlagen oder sonst was könnte. Jo, ich schätze, da nehmen wir jetzt den Ausgang und rennen zu Burgle. An der Stelle würde ich sagen, stoppe ich hier mal eben die Aufnahme. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich bei Burgle bin. Bis gleich. Da sind wir wieder im Burgles Labor. Nach einem kleinen, knackigen Spaziergang. Oh, mal gucken, was der gute Burgle zu sagen hat. Hello there, Acting Science Man. How can I help you today? Eureka, the last one you have found it. It is finally time that we can complete the embiggening cocktail recipe. Hand over the super chip and we can get you home. Processing. Of course, toenails. The tiny impractical spatulas at the end of human digits. Well, have fun collecting those. And the... No. This cannot be correct. Initiating refrigeration module. Ah, that is much better. Please, allow me to explain the source of my very small panic. The last ingredient of the cocktail is marked as missing. I am not sure what to tell you. Dr. Wendell Tully purposefully wiped the last ingredient from my memory. My programming prohibits me from remembering the secret ingredient. Wendell never wanted it to fall into the wrong hands. He did not even trust me with it. The entire recipe is only in Wendell's noggin. And as I said, he has not been around for months. Sigh. Processing. Chicken nuggets! Wendell's scabby! His scabby has tracking functionality built in. We should now be able to find out where he is with this information. The extra memory you provided with the super chips is helping my processing. Sorry, I did not think to track Dr. Tully earlier. Okay, ich habe seinen Skip gefunden. Okay, habe ich das? Curious. Then where could he be? Anscheinend. Allow me to connect to his scabby via my handy state-of-the-art radio modem to see what data I can pull from it. I am connected to Dr. Tully's scabby. I will now start the download. Location: X 5432, Y 7435 6, Z 19666. Error: scabby prototype 0001A, power loss at circuit R23. Analyzing: error code 324, subminiature axial lead resistor, ominent model OC 93412, failure. Call 555-0126 for technical assistance. Thank you. A minor setback. I know that location. Oh, Wendell, where did you go? There must be a clue hidden away somewhere on his scabby. Sounds like the scabby is on the fritz, though. Take this replacement fuse to repair it. You will be able to sync with it locally after the repairs. Good luck. I believe in you. Take care, my good hoops! Work, work, work! Okay, wir müssen also
dann hinterher wieder auf den Gartentisch. Aber das war jetzt nicht meine Priorität. Chipfreischaltung, Ameisenhügel. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh, da stand da noch was. Ah, Vergrößerungskapitel. Nein, das wollte ich nicht wissen. Ersatzsicherung, ja, was noch? Kommt da noch was? Nö. Können wir hier. So. Ja, da haben wir jetzt endlich die Klumpen. Was ist das? Ein sprödes Material. Brauche ich alles, ne? Insektenteile in Leim zu verwandeln. Okay, also das auf jeden Fall. I could really use some good grilling right about now. Können wir unsere Rüstung, glaube ich, weiter verbessern? Ah ja, Schmelzofen, okay. Ja, spröde Verbesserung. Processing. So. Leimstampfer, aber einmal durchgucken. Haben wir noch was? Kochbuch. Was ist das hier? Verjage die Käfer. Das würde ich, glaube ich, erstmal nicht. Dann machen wir erstmal ganz oben das. Den Leimstampfer. Ja, Reparaturkleber. Das kann nicht schaden. Kochbücher sollte ich vielleicht auch mal lernen. Köder, nein. Speisedorn hier, das gibt auch nochmal Wurzelschutz. Ich würde sagen, wir lernen das auch nochmal. Okay, dann können wir noch unseren Wurzelschutz erhöhen. Wir können mächtige Klumpen machen und. Jo, dann gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Aber wir haben viel zu tun. Wie spät haben wir es denn? Jetzt können wir einmal schlafen und sehen, ob wir wieder einen neuen Traum haben. Zusätzlicher Brutzelschutz ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Entschuldigung, ich brauche Essen. Okay, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und sehen, ob wir einen neuen Traum haben. Setze ich den Spawnpunkt jetzt erstmal wieder hier hin. Und dann schlafen wir. Ich trinke schnell einen Schluck Kaffee. Alright, here they are. All tucked in with the outfits and backpacks they were snatched in. As requested, they're strapped and synced with scabbies for whatever they might run into down there. You do realize the director will have our heads if he finds out we're removing company property? Can you sleep at night with what this company's doing? We need to do something. Is Dr. Tully even alive? The field team reported him missing months ago. You are prolonging the inevitable. Wendell, wherever he is the only hope for these kids. I'll make the delivery to his yard discreetly. No one is
even going to know? I hope you know what you're doing. So that's how I ended up in this mess. At least it seems like there's someone at Omnit with a conscience. Otherwise, it'd be bye-bye Hoops, and all before I even had a chance to go to prom. Ja, ja, was soll ich noch sagen? Ellie hat alles Wichtige gesagt. Na, ja. Ja, sie hat alles Wichtige gesagt. Zum Glück hatte da jemand ein Gewissen. Sonst könnten wir nie auf unseren Abschluss bleiben, wenn wir dann mal wieder groß sind. So, That tastes really good. Okay, bevor ich mich jetzt hier in das Upgrading und so weiter vertiefe, würde ich sagen, wir springen in die nächste Folge und können uns dann in Ruhe Zeit dafür nehmen, bevor es wieder zu hektisch oder zu lang wird. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.